Heute wird es um meine ganzen Washi-Tapes gehen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kaufe hauptsächlich halt Washi-Tapes entweder im Action. Dann habe ich noch ganz, ganz viele von AliExpress mit dabei. Und dann, so wie man es kennt, auch mal solche Samples, die man dann halt in der Tauschpost mitbekommen hat. Ja, ich wollte euch heute einfach mal zeigen, was da alles so Schönes mit dabei ist. Ich kann euch nicht mehr sagen, was überhaupt aus welchem Laden stammt. Dafür ist die Sammlung schon mega groß. Aber ich werde es euch jetzt mal so nach und nach zeigen. Ich fange an mit den Samples, wenn ich sie alle finde. Und dann gehen wir weiter zu den Rollen. Genau, so. Und zwar haben wir hier einmal mit Ananas in Pink und in Orange. Dann habe ich hier noch einmal so ein bisschen was Blumiges. Ich glaube, die hier, die stammen, glaube ich, auch aus dem vom AliExpress. Das sind keine direkten Washi-Tapes, das sind mehr so Masking-Tapes. Das heißt so Plastikbänder wie Tesafilm oder so. Hier dann einmal mit Punkten. Aber ich finde, auch mit denen kann man echt viel machen. So, wo haben wir den Anfang? Doch nicht. Da. Da hat er sich versteckt. Dann haben wir einmal die hier. Leben auch, das ist ja Wahnsinn. So, hier dann einmal mit Blümchen und Bäumchen und einem Häuslein. Dann haben wir hier ein ganz breites Washi-Tape. Ich wickel euch das mal ein Stück ab. Dann kann man das immer besser sehen, als wenn das drauf bleibt, weil die ja schon echt durchscheinend sind. Sieht man hier zum Beispiel, dass man da drunter das Muster schon sehen kann. So, dann habe ich bekommen, total niedlich, mit Einhörnern. Ich habe hier einen Broma drin, der riecht mich voll auf. Ich hoffe, ihr hört den nicht. Dann hier einmal so ein grün-weiß gezacktes, einmal ein grünes mit weißen Punkten und dann hier das nächste. Und das ist auch mit Einhörnern. Finde ich auch total süß. Naja, der Einhorn-Hype ist jetzt wohl so langsam vorbei, nehme ich an. Aber ich mag es trotzdem. Hier haben wir noch ein Sample. Dann haben wir... Oh, das kann man ganz, ganz schlecht abziehen. Ich muss gerade einmal nach meiner Pinzette kramen. Oh, komm mal nicht dran, da ist sie. So. Oh, das klebt aber gut. Einmal so mit
rosa weiß. Dann haben wir hier mit Herzchen, rot mit weißen Punkten, silber mit weißen Sternen und weiß mit Silbersternen. So, ich zeige euch jetzt den nächsten einfach so in die Kamera. Ich sage da nicht mehr zu groß zu. Ich denke, man sieht es selber ganz gut. Ich mache die einfach mal so ein bisschen auf den Finger. Könnt ihr die selber einfach mal schauen. Also der größte Teil, den ich habe, der ist definitiv von Action. So ellenlang wird. Halte ich es jetzt auch nicht so ganz so lange. Hier ist zum Beispiel eins, da steht Happy drauf. Das ist definitiv eins von AliExpress, genau wie die beiden. Hier ein maritimes, richtig schön mit Anker und zum Steuerrad. Das hier ist so mit Dreiecken in weiß und in einem Aquablau. Ich meine, die aus von AliExpress, die sind ja schon echt mega günstig. Das Problem ist nur, dass die meisten wirklich kaum was drauf haben. Und das finde ich da ein bisschen schade. Auch wenn sie günstig sind. Dann sollten sie sie lieber etwas teurer machen. Und dafür aber ein bisschen mehr drauf, finde ich. Hier haben wir Ho Ho Ho. Dies hier sind zwei verschiedene Farbtöne. Einmal ein etwas helleres Rot und einmal ein ganz dunkles Rot. Und ich habe dann halt auch mal teilweise solche großen Glitzerbänder mit dabei. Gilt nicht. Ich habe hier eine welche, die sind so ganz, ganz groß und ganz dick, also da ist viel drauf. Aber ich weiß ums Verrecken nicht mehr, wo ich die her habe. Kommt davon, wenn man so viel irgendwo kauft. Also ich weiß, vom Action sind sie nicht. Action hat nur solche kleineren Rollen. Ja, wie ihr seht, das ist eine ganze große Sammlung schon. Das ist bei mir wie mit den Stickern. Ich bin da einfach süchtig nach. Ich denke immer, man kann nie genug haben. Vor allem, es gibt so viele schöne Designs, die einem gefallen und nicht alles passt zu allem. Und zu bunt möchte ich dann meine Goodiebags auch nicht verzieren, wenn ich dann mit Washi-Tape arbeite. Meistens passt es dann nicht, dann hat man die passende Farbe nicht. Und ich denke mal, ihr kennt das Problem garantiert auch. Mich würde mal interessieren, ob ihr auch so viele Washis habt oder nur so ein paar. Könnt ihr mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben.
Das würde mich echt brennend interessieren. Manche haben ja wirklich nur 5, 6 Rollen oder so und kaufen dann erst neu, wenn die aufgebraucht sind. Aber ich weiß nicht, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und irgendwas habe, was mir gefällt, dann kaufe ich das meistens in solchen Mengen, dass man das kaum verarbeiten kann. Dass es einfach viel zu viel ist. Ich finde da manchmal nicht diese gesunde Mischung. Aber auch das ist, glaube ich, ein Thema, was fast jeder kennt. Ja, das Schwarze steht Amazing drauf. Eins mit Herzchen. Ja. Was ich schade finde, ich habe so schöne hier mit Glitzer gekauft, aber die kleben kaum. So auf dem Finger kleben die super. Aber die Rollen, die wickeln sich immer halb von alleine ab. Und auch auf dem Papier kleben sie kaum. Dies hier finde ich auch sehr, sehr schön. Ah, so langsam sehe ich den Boden meiner Kiste. Und dann habe ich noch hier so mit durchsichtig und dann halt Bordüren. Das sind so Klebebordüren und die sind halt ganz einfach mit so einem Plastik unten drunter. Ne? Das heißt, es ist nicht das Durchsichtige, was man mitklebt, sondern wirklich nur diese Bordüren. Ja, soll ich mal durchzählen, wie viele das sind? Dann haben wir 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 129, 134, 138, 139, 142, 144 Stück. Das nenne ich meine Ansage. Super, Leute. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch wie immer freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.